Heute Schlagzeilen zur Problematik im italienischen Haushalt, die die Eurozone vor Probleme stellen könnte. Gestern Themen rund um den Handelskrieg. Morgen wieder ein Tweet von Donald Trump. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die in Schlagzeilen verarbeitet werden, um natürlich hier auch werbewirksam ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Und für uns Anleger stellt sich die Frage, wie differenzieren wir denn zwischen diesem Lärm, den wir tagtäglich präsentiert bekommen, und den wirklich nachhaltigen Fakten, die uns dazu bewegen könnten, über unsere strategische Anlagestruktur nachzudenken. Wir sind hier als Anleger nicht alleine, sondern auch die Notenbanken beschäftigen sich natürlich mit diesen Themen. Hierbei geht es nicht darum zu identifizieren, ob der Aktienmarkt morgen 2-3% fallen könnte, ob wir vielleicht einen Rückgang des deutschen Aktienmarktes von 12.000 Punkten auf 10.000 Punkte sehen könnten, sondern es geht wirklich darum, systemische Probleme im Finanzsystem zu identifizieren, dass wir wirkliche Illiquiditätsthemen im Bankensektor haben könnten, dass wir beispielsweise eine Flucht aus Unternehmensanleihen schwächerer Bonität haben, dass man insgesamt Ansteckungseffekte beobachten kann, die eben auf unterschiedliche Marktsegmente übergreifen und die dann beispielsweise auch den einen Währungsraum betreffen und dann zu Ansteckungseffekten im anderen Währungsraum führen könnten. Wenn wir uns das aktuell mal anschauen, was die Notenbanken daraus machen, dann gibt es einen zusammengefassten Stressindikator, der durch die Europäische Zentralbank berechnet wird. Ich habe Ihnen diesen Indikator im Zeitablauf mal mitgebracht. Sie können das sehen. Wir hatten hier einen sehr, sehr starken Anstieg im Rahmen der globalen Hypotheken- und der Finanzkrise. Dann hat sich das ganze Thema wieder etwas nivelliert. Dann im Rahmen der aufkeimenden Staatsschulden- und Währungskrise im Euroraum dann entsprechend der Index hier wieder angestoßen. Und Sie können dementsprechend sehr gut sehen, dass dieser Indikator relativ gut funktioniert hat. Nicht als Maßstab, um die Aktienquote im Detail zu steuern, sondern um grundsätzlich zu erkennen, ist das Finanzsystem in einer Situation, die im Rahmen der normalen Erwartungshaltung ist, oder sehen wir wirklich Bewegungen, die einen dazu veranlassen könnten, über die strategische Anlage nachzudenken. Momentan, Sie können das sehr gut feststellen, der Indikator auf einem sehr überschaubaren Niveau, also sprich, trotz der Diskussionen rund um Italien, um Ansteckungseffekte, der Probleme von türkischen Banken auf europäische Banken, das alles auf einem überschaubaren Niveau. Wenn wir das Gleiche mal für die USA machen, auch hier uns mal anschauen, wie ist denn so die finanzielle Situation im Finanzsystem, dann schauen auch die Notenbanken in den USA natürlich auf Maßstäbe und auch Maßgaben wie die Credit Spreads, also die Risikoaufschläge, man schaut auf Volatilitäten, also durchaus Faktoren, die jemand, der sich mit der Materie beschäftigt, nutzen würde, um zu erkennen, ob wir Stress im Finanzsystem haben, ob wir hier Veränderungen haben, die Anleger zur Besorgnis verleiten könnten. Und auch hier sehen Sie, wir haben mal diesen massiven Anstieg gesehen im Rahmen der Hypotheken- und Finanzkrise. Aktuell das Niveau eher sehr stark unterdurchschnittlich. Die finanziellen Bedingungen sind trotz der Zinserhöhungen in den USA immer noch relativ locker. Und damit möchte ich Ihnen sagen, dass Sie immer auch mal auf das schauen sollten, was auch die Notenbanken hier berechnen. Das heißt nicht, dass Sie damit Ihr Portfolio schützen können und Sie damit vorhersagen können, oh, die Stressindizes steigen, und wenn die Stressindizes steigen, dann muss ich Risiko in meinem Portfolio abbauen, um einen Verlust zu verhindern. Sondern es geht darum, dass Sie ohnehin akzeptieren müssen, dass Kapitalmärkte natürlichen Schwankungen unterliegen. Das gehört einfach zur Natur der Dinge. Aber diese Stressindikatoren können eben ein zusammengefasster Index, ein zusammengefasster Maßstab sein, um Ihnen eine Übersicht, ein Gefühl dafür zu geben, ob wir momentan einen besonderen Stress im Finanzsystem haben oder ob die Lage alles in allem relativ ausgeglichen ist, auch wenn wir hier natürlich immer eine entsprechende Schlagzeilenlage in den Medien haben. Was ist aus meiner Perspektive im aktuellen Umfeld für viele Anleger, vor allem in Deutschland, bedeutend wichtiger als das Thema erwarteter Stress im Finanzsystem? Das ist dieser ganz massive Zinsverfall. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Sie sehen hier die Rendite einer 30-jährigen deutschen Bundesanleihe, also man leiht dem Staat Geld für 30 Jahre, und Sie sehen die Rendite aktuell bei 1,1%. Und wenn Sie jetzt mal hinterfragen, wie die Garantieverzinsungen in Ihren Rentenversicherungen sind, mit welchen Renditen mal Ihre Pensionskasse im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung kalkuliert hat, was denn die Beitragskalkulationen der privaten Krankenversicherung sind, dann werden Sie feststellen, dass wir in vielen, vielen Fällen weitaus dramatischere Auswirkungen durch das Thema Niedrigzinsphase haben, als die möglichen Erwartungen hinsichtlich dazu, was die Eurozone morgen mal wieder in Schieflage bringen könnte. Also, wofür möchte ich Sie sensibilisieren? Denken Sie mit,
Schauen Sie aber auch auf die Stressindizes. Versuchen Sie zu differenzieren zwischen wirklich den strategischen Themen, bei der wir wirklich einen Stress im Finanzsystem haben. Da sind die gezeigten Indikatoren der Notenbanken ein wesentlicher Aspekt, auf den man schauen sollte. Aber vergessen Sie darüber hinaus nicht, das große Bild im Hinterkopf zu behalten und vor allem auch zu verstehen, wie die aktuelle Niedrigzinsphase auf Ihr Vermögen wirkt. Und wenn Sie das berücksichtigen, haben Sie, glaube ich, eine relativ gute Chance, sich nicht durch das Rauschen der Blätterwälder, der Schlagzeilen hier zu sehr nervös zu machen und zu häufig in die Anlagestrategien einzugreifen, weil das gilt in Zeiten der Niedrigzinsen, genau wie auch früher. Hin und her macht Taschen leer. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen guten Tag. Bis bald. Auf Wiedersehen.